Moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Silvesterzeit, habt ein paar schöne Ferientage gehabt. Aber jetzt befinden wir uns wieder in einem neuen Jahr, in dem wir viel vorhaben. Und wir fangen heute mal wieder an mit ein bisschen Einkochen. Es ist nämlich etwas passiert, und zwar der Scrocky ist ein Meisterkoch geworden in Paris. Und wir wollen mal gucken, wie er sich so schlägt. Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Hallo, ich habe Sie schon erwartet. Herzlich willkommen in die La Cuisine du Geschmackserlebnis. Hat ein geiler Name. Wir sind. Ja, hier ist meine kleine Küche. Mit, dass das hier so schmutzig aussieht, das ist. Gott, nein! Oh, ja. Wisst ihr, liebe Freunde, wir haben eine schöne Speisekarte, ja? Hier, Speisekarte. Und, heute gibt es diese Gerichte auf der Speisekarte. Ja, gibt's die? Ich weiß es gar nicht. Gott, guck ich das mal an. Und wir müssen jetzt noch ein paar Sachen vorbereiten. Wichtig, dass wir ein paar Sachen vorbereiten. Wir nehmen uns eine Zitrone, packen die dahin, nehmen uns das Messer und schneiden die einfach durch. Hammer, oder? Ich war selber erstaunt. Dann packen wir die in die Schüssel. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum packen wir die in die Schüssel? So, die Zitronen sollten reichen. Jetzt brauchen wir Fisch. Wir brauchen Fisch und nochmal. So, da. Kühlschrank zu, wir müssen ja Strom sparen. Ne? So, den Fisch würzen wir jetzt mit folgenden Sachen: Pfeffer, Thymian. Ein paar Sekunden später. Wir eröffnen unser Lokal. Sagen: Bonjour, liebe Gäste, willkommen in die Cuisine, die Geschmackserlebnisse. Ah, Bestellung. So: Lachsfilet wollen die schaffen. Gut, dann nehmen wir uns einmal Lachsfilet. Wird vernässt mit Wald. Und Pfeffer, packen das in eine Pfanne rein, stellen die Scheiße an und warten. So, jetzt brauchen wir einen Topf mit Wasser, zwei Kartoffeln, das Ganze auf den Herd stellen und anschalten. Tja, jetzt heißt es erstmal warten. Oh ja, der Fisch ist gut, den müssen wir einmal umdrehen. Warte ich nicht. Ja. Dann hier drehen. Naja. Vorsicht. Den anstupsen. Na. Was soll denn das jetzt hier? Pack den da. Ah, jetzt gibt's jetzt. Um die other side, ja? Quit. Ah. Ja. Hams. Ganz ruhig. So. Und was machen die Kartoffeln? Oh ja, die Kartoffeln sind gleich auch schon gut. Das ist wunderbar. Wir haben übrigens 2 Sterne. Das ist übrigens nur. Die anderen habe ich versteckt, die anderen 3. Stehen bei mir zu Hause, ja. Also ich würde ja meine großen 3 Sterne jetzt hier nicht so. Die Potatoes sind gut. Können in den Topf rein. So, der Lachs ist el finito. Ist Perfektion. War schon ein bisschen angebrannt, aber ich denke. Jetzt ab. Und kriegen die. Wieso denn nur 3,5? Ja, 4, nicht genug Salz? Pff, Amateur. Was weiß der schon über Kochen? Schon wieder Lachs. Würzen müssen wir den. Mit, auch mal wieder Salz und Pfeffer. Packen den auf den Grill. Jetzt brauchen wir Spargel. Da nehmen wir einfach die Mischung mit dem Dings da, ne? Warum gibt es hier keinen Korb mit
Och Leute, wie brauchen wir denn? 80 Gramm Spargel. Wie ist das? 16. Also brauchen wir. Na, na! Richtig, 26. Oh, sehr gut. Nein, wir brauchen natürlich 5. 5 mal Spargel, das mal 3. 4. Und 5. So, gut, dann lassen wir ein bisschen kochen. Oh, anschmeißen. Ja, der ist gleich fertig. Geben noch ein bisschen Salz hier rein. Drehen den Fisch um. Ja, genau so. Und warten auf den Spargel. Es kann ja wieder dauern. Wisst ihr, die. Ein Koch hat auch sehr viel Zeit für sich. Oh, es ist schon sehr reif. Reif? Nee. Fertig. Das Lachsfilet. 1 Spargel, 2 Spargel, 3 Spargel. Und 5 Spargel. Siehst du, man muss einfach immer nur einen großen Teller nehmen. Je teurer das Restaurant, umso kleiner werden die Portionen und umso größer werden die Teller. Da ist was dran, ja. Aber hier, ne? Ja, nur 4,5 Sterne. Ist eine Frechheit. Oh. Gibt's Schrimps? Schrimps. Wir brauchen eine Pfanne. Die braucht Butterschmalz. 30 Milliliter. Dann brauchen wir Garnelen. Gibt es die hier? Tatsächlich ja. Dann brauchen wir 6 Stücko Garnelos. 1, 3, 4, 5. Auch aufs Herd. Und ja, dann müssen wir echt noch auf die Garnelen warten. Und haben wir schon gespielt. Jetzt wisst ihr, ne? Warum man die Zitronen immer, immer, jeden Morgen. Das war knapp. Beinahe gegen Kühlschrank. Das wäre teuer geworden. So, können wir mal ausmachen hier, Turmbahn. Wir können ja eigentlich mal hier den Mechaniker anrufen. Öfen reparieren. Leerer Ordner. Die Playlist kenne ich jetzt. Habe jetzt nicht gehört. Shit. Die Garnele sind angebrannt, weil. Ja, jetzt. Und Petersilienblätter. Petersilien. Jetzt kommt's aber. Ha! Ich sag's doch. 4 Sterne? Naja. Na gut, liebe Freunde, das war die erste Folge von Koch ist Croquis in der La Cuisine de Geschmackswunder. Geschmackserlebnis. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Auf jeden Fall kommt jetzt wieder hier ein paar coole Sachen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Sonst wünsche ich euch noch weiterhin eine schöne Zeit. Und hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Solange wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und tschüssi!